So, also wollen wir nochmal, hier ist unsere Grafik, nochmal die Rechnung angucken von diesem Abstand. Also was steht da eigentlich genau? Wie habe ich das ausgerechnet? Naja, ich habe hier, was eigentlich, der x-Wert war minus 6 und dann habe ich noch die 2 abgezogen, die von dem langweiligsten Spiel kommen. Das langweiligste Spiel wird auch manchmal mit μ bezeichnet. Ja, und was habe ich gerechnet? Ich habe gerechnet hier diese minus 6. Davon habe ich das langweiligste abgezogen, das war 2. Also habe ich minus 8 bekommen. Das habe ich dann quadriert. Und dann habe ich die andere Geschichte, der andere Wert war 10, ja, plus 10, und da habe ich auch den langweiligsten Wert abgezogen. 10 minus 2, das ist der Erwartungswert, μ, von dem langweiligsten Spiel. Und das Ganze habe ich quadriert und dann habe ich hier die Wurzel gezogen. Plus und dann Wurzel, das war Pythagoras. Und diesen Teil hier unter der Wurzel, dieses Stückchen hier, das nennt man den quadratischen Abstand. Ja. Und was passiert jetzt, wenn man mehr solche Werte hat? Dann kommen hier ja noch viel mehr Quadrate. Ja? Und dann wird die Zahl sowieso immer größer, nur deswegen, weil es mehr Zahlen gibt. Und deswegen betrachtet man nicht den quadratischen Abstand, sondern den mittleren quadratischen Abstand. Ja? Also, ich schreibe das nochmal hin. Man nimmt minus 6. Minus μ dieses Quadrat plus zum Quadrat und nicht den quadratischen Abstand, sondern man teilt das Ganze noch durch die Anzahl der Elemente in Omega. Das ist hier 2. Ja, durch 2. Ja, weil ich zwei Sachen habe, Kopf oder Zahl. Wenn es jetzt Würfel wären, würde hier eine 6 stehen oder wenn es zwei Würfel sind, würde hier 36 stehen und so weiter. Dieses Ganze hier nennt man den mittleren quadratischen Abstand. Ja, dies hier. So, und das ist, wenn man nur Spiele vergleicht, die gleich viele Elemente haben, also gleich viele Ausgänge, dann ist das kein Problem. Aber wenn man jetzt vergleichen will, zum Beispiel, will ich lieber würfeln und irgendein Glücksspiel machen oder lieber eine Münze werfen und ein anderes Glücksspiel machen, dann muss ich das hier eben noch teilen, um den mittleren quadratischen Abstand zu bekommen. Und jetzt hat man eben noch diese Quadrate und beim Pythagoras zieht man ja die Wurzeln, um wirklich hier so eine Länge zu kriegen. Ja? Und deswegen zieht man eben aus dem mittleren quadratischen Abstand auch nochmal die Wurzel. Also Wurzel aus minus x minus 6 minus μ zum Quadrat plus 10 minus μ zum Quadrat und das Ganze geteilt durch 2. Durch 2. Ja, das ist die Standard. Also die Wurzel aus dem mittleren quadratischen Abstand. Das kommt alles daher, dass man eben bei Pythagoras auch Quadrate nimmt und dann wieder teilt. Das Einzige, was wir hier jetzt anders machen, ist, dass wir noch teilen durch die Anzahl, um einen mittleren quadratischen Abstand zu bekommen und nicht nur quadratischen Abstand, damit wir Sachen im zweidimensionalen oder im dreidimensionalen oder im vierdimensionalen, wenn es mehr Werte gibt, auch noch miteinander vergleichen können. Ja, das ist die Verallgemeinerung von Pythagoras für größere Zahlen, größere Dimension. Okay, gut. Also, das ist die Standardabweichung. Also, ist jetzt die Standardabweichung von unseren drei Spielen? Also, Standardabweichung Sigma von x1, die ist 0. Ja, der Abstand ist hier 0 und ob ich noch durch irgendwas teile oder nicht, ist
Abstand von x2 ist, also der quadratische Abstand war hier 2 Quadrat plus 2 Quadrat, also 4 plus 2 Quadrat plus 2 Quadrat, teile ich noch durch die Anzahl, wie viele Elemente in dem Omega drin sind, und dann das Ganze daraus die Wurzel. Also ist das hier einfach die Wurzel aus 4. So. Und unsere Standardabweichung von dem letzten Spiel ist also erstmal der quadratische Abstand, x² plus a², plus a², der mittlere quadratische Abstand, 2, und dann die Wurzel aus dem mittleren quadratischen Abstand ist dasselbe wie die Wurzel aus 8². Und das ist 4. Das ist 8. Also sieht man auch hier, dieses Spiel ist viermal aufregender als das. Das hat sich durch das durch zwei Teilen nicht geändert, weil ich das auf beiden Seiten gemacht habe. Aber so ist es besser, weil ich dann auch mit größeren Spielen vergleichen kann.